Und damit moin moin und herzlich willkommen hier im LS19 im Niemandsland. Wie man sieht, ja, es wird jetzt erstmal schon in die rechte Seite abgekippt. Ja, die linke, wie man sieht, ist definitiv voll und das Ganze sieht naja aus. Man sieht, auf der rechten Seite haben wir jetzt schon 150.000 Liter und auf der linken Seite inzwischen schon grob geschätzt 300.000 Liter. Und ja, das Ganze passierte ganz einfach, weil der Abfahrer hängen geblieben ist. Dementsprechend habe ich mir hier von den Silage-Verteiler geholt, um das Ganze etwas zu kletten. Das funktioniert ja auch ganz gut. So habe ich dann auch die 300.000 Liter reinbekommen. Das sieht trotzdem aus wie, naja, Kraut und Rüben. Und inzwischen mache ich so, der Abfahrer fährt seine Runde nochmal ums Silo, fährt dann nochmal durchs Silo, verdichtet das Ganze und danach fahre ich mit dem Verteiler rein. Das funktioniert soweit nicht mal so schlecht. Einerseits verteilt er es ordentlich, andererseits verdichtet das Ganze schon. Das heißt, die linke Seite ist, glaube ich, schon bei fast 100%. Und auf der rechten Seite wird es schon ordentlich verteilt, sodass man dann nicht noch stundenlang hin und her fahren muss. Es ist natürlich immer eine Sache, man muss dann auf die Zeit gucken, die der Abfahrer braucht, zwischen abkippen und die Runde fahren und durchfahren, bis hin zu, dass der Abfahrer wieder voll ist. Und das ist das Problem. Was heißt Problem? Ist eigentlich gut. Es geht relativ schnell auf dem Feld. So, wie man ja sieht, das Ganze sieht aus wie Kraut und Rüben, wie vorhin schon mal gesagt. Besser ging es jetzt erstmal nicht, wenn ich soweit fertig bin. Man sieht auch 99%, 91% jetzt schon auf der, das ist die rechte Seite, verdichtet. Von daher ist eigentlich ganz super. So, wenn ich soweit bin, werde ich dann mit dem Schiebeschild noch durchfahren und schauen, dass ich so viel wie möglich in die Silos bekomme. Denn, ja, man muss es ja nicht rumliegen lassen. Trotz, dass ich jetzt schon CursePlays aktualisiert habe, die Version 6.4.0. Der Abfahrer fährt teilweise totalen Unsinn zusammen. Ja. Das heißt für uns, immer wieder gucken. Zwischendrin versuche ich immer mal noch beispielsweise die Kühe etwas zu versuchen, denn ich mag es nicht, wenn die Tiere vernachlässigt werden. Das heißt, Kühe brauchen Stroh, die Kühe brauchen Wasser, die Schafe brauchen Wasser und ein bisschen Sauberkeit wäre auch ganz gut. Und da ich nun inzwischen unsere drei größeren Traktoren schon eingespannt habe, also Schiebeschild, den Verteiler und den Abfahrer, ist es so, dass der Eiche jetzt auch rumfahren muss. Ich meine, 2900 Liter Wasser ist nicht mehr viel im Fass, das heißt einmal Fass voll machen, hoffen, dass der Abfahrer dann in der Zeit nicht entgegenkommt und ja. Wie sieht es aus bei dem Abfahrer? Der hat noch und zack, war das Bild wieder weg. Ja, man sieht es, also den Kühen geht es eigentlich gut mit 99%. Den Schafen 99%, theoretisch geht es denen auch gut. Fehlt Wasser, fehlt etwas Futter. Ich mag es immer, wenn die Balken auf 100% sind. Einfach um für später dann die Sicherheit zu haben. Weil wir haben ja jetzt keine Silage mehr, das heißt, das Futter muss irgendwann reichen. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Kühe Wasser brauchen. Ganz ehrlich, es sieht schrecklich aus da vor dem Silo. Die ganzen Hackschnitzelreste, keine Ahnung. Liegen da rum, das heißt, das darf ich alles mit dem Schild dann hin und her schieben. So,
Kühe brauchten doch nicht so viel Wasser. Dafür wird der Eicher mal wieder auf Rot getestet. Irgendwann muss ich da aber wirklich mal drüber gehen. Man sieht es eigentlich unten links schon. Der Vario steckt im Verkehr fest. Immer wieder blaue, rote Meldungen. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. So, in der Zeit sind die Schafe dann auch schon zumindest mit Wasser versorgt. Und dann, wenn man gerade mal hier in der Nähe ist, mal schnell sauber machen. Und zack. Genau, Vario steckt im Verkehr fest. Irgendwann verfolgt einen diese Nachricht auch in den Träumen. So, genau. Sauber gemacht ist. Das Gras nachgefüllt. Zack, abgekuppelt, ausgemacht und ab zu den Kühen. Denn der Abfahrer wird bald kommen, wollte ich gerade sagen. Zack, ist wieder bei 100%. Das heißt, der macht sich auch schon wieder auf den Weg. Also, schnellstmöglich noch die Kühe sauber machen. Wow, geht schnell. So, und was sagt das jetzt? Genau, jetzt sind wir an dem Punkt. Das TMR ist alle, also die Milchration. Und 125.000 Liter. Ich hoffe, dass es für die Kühe reicht, bis mindestens ein Silo fertig ist mit der Fermentierung. Und dann, ja, so. Sieht einfach nur schrecklich aus. Das wird nochmal viel Spaß, das mit dem Schild reinzuschieben. Aber ich denke, das bekomme ich dann auch noch in aller Ruhe hin. Zack, zack, zack. Da ist der Abfahrer wieder. Warum er auch schon mit nicht ganz 100% losfährt, ja. Herz. Eine Ladung ist eine Bahn. Das heißt, es bleibt eine ganze Menge über. Also Mais auf dem Feld stehen. Und die Silos werden dann voll sein. Bedeutet, über kurz oder lang wird das Silo definitiv nicht reichen. Ich habe da aber vorgesorgt. Also ich habe schon mal geguckt. Ich habe mir größere Silos geholt. Diese aber auch wieder als Keil-Silo, weil, ich sag mal so, irgendwie ist es mir lieber, wenn die Abfahrer rückwärts reinfahren, abkippen und vorwärts wieder rausfahren. Dann lieber stelle ich einen zweiten Helfer hin, der das Ganze im Silo verteilt. Kurzer Hinweis, bis hier war alles nachbetont. Ich habe ganz auf die Einstellung vergessen. Aber jetzt geht es dann richtig los. Und ich bleibe da ist das Ende, ja. Stopp. Also, es wird so sein, dass das Silo nicht lange Bestand haben wird. Wieder einstellen. Man sieht jetzt auch, der Abfahrer, ja, er fährt das ganze Stück weit. Aber es ist nicht viel. So, wie gesagt, das Silo wird nicht lange Bestand haben. Ich überlege derzeit auch, hier vorne das ein neues Silo, ein großes Silo hinkommt und nicht Spielkram-Silo. Oder ob, ja, man dann sagt, okay, das Silo kommt ganz woanders hin. Ich bin ja aktuell noch auf dem Stand, dass das Silo ganz woanders hinkommt. Was heißt ganz woanders? So macht jetzt sogar schon viel besser. Genau.
den Schatten absenken. Und mal drüber fahren und hoffen, dass das dann einigermaßen passt. So. Muss reichen. Genau. Mein Gedanke bei der ganzen Aktion ist jetzt, ja, wir machen die zwei Silos voll. Sieht nicht gut aus, aber naja gut. Wir machen die zwei Silos voll und danach gibt es, gucken nicht, dass ich falsch laufe. Genau. Hier hinten ist zu langsam. Hier noch eine Riesenfläche, die noch komplett gar nicht genutzt ist. Man hat ja nur das Feld hier. Aber hier drüben ist nichts genutzt. Also denke ich mal, dass wir da ein großes Silo hinsetzen. Und zwar habe ich schon mal etwas geguckt. Man hätte dann beispielsweise dieses Large Bunker Silo Single. Ist schon schön, ja. Oder es gibt dann noch dieses. Also wenn man jetzt mal hier schaut. Dieses Silo würde mehr fassen als das kleine, was wir da haben. Und das Ganze gibt dann nochmal doppelt so groß. Und das würde dann auch hier wunderschön hinpassen. Eher so rum, aber das wird dann, glaube ich, erst kommen, wenn man soweit ist. Ich werde jetzt. Wo ist er hier? Wow, nicht mal eine Strecke. Also ich werde jetzt erstmal aufpassen, dass die Silos so weit wie möglich gefüllt sind. Was mit dem Rest passiert, noch keine Ahnung. Und dann den Fermentierprozess starten. Und dann müssen wir gucken, was wir mit der Silage machen. Da wird es wohl definitiv ein größeres Silo geben. Und demnächst auch wieder nochmal Mais, um das neue Silo zu füllen. Aber dann müssen wir erstmal soweit schauen. Also, das wird noch interessant werden. Für heute sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.